Servus die Madeln, na. Servus, heute ist wieder Donnerstag und ich zeige euch wieder ein wenig. Diese Woche habe ich vor, den Hühnerstall noch fertig zu machen. Ich werde euch ein wenig herumführen. Hier montiere ich gerade die Türl. Da kann man dann die Eier abnehmen. Hier habe ich ein kleines Fenster eingebaut. Das Giebel habe ich fertig gemacht. Hier habe ich mit so Kalk probiert das zum Abdichten mit Kalkmörtel. Werden wir schauen, ob es hilft. Clementine, komm. Die Clementine isst genauso gerne wie ich, obwohl sie eine etwas schönere Figur hat. Morgen habe ich vor, hier mit den Mauern anzufangen. Und hier ein Riesenchaos, wenn ich arbeite. Ich brauche extrem viel Werkzeug. Machen wir noch einen kurzen Blick zu den Schafen. Da, wenn die hören, ich komme, sind sie gleich gestellt. Und Mexlustazöl. Unsere Schafe haben jetzt noch Weihnachten. Die haben noch die Christbäume stehen, mehrere. Eine sogenannte Patchwork-Familie. Mit jeder Familienabteilung wird einmal Weihnachten mit separatem Baum gefeiert. Ich werde euch jetzt zeigen, was das Projekt ist, das wir nächste Woche machen werden. Also nächste Woche am Donnerstag schauen wir uns dann an, wie ich meinen Rauchfang in der Werkstatt verkleidet habe und ein kleines Podest für den Ofen gemauert habe. Hier werden wir sehen nächste Woche am Donnerstag, wie ich das gemacht habe. Die Steine verfugen und hier die Schallung gemacht. Hier steht dann der Ofen oben. Da werde ich zeigen, ich bin kein Maurer, aber wenn man sich gewisse Hilfsmittel installiert mit Unterkonstruktionen, Staffeln und so weiter, kann man recht einfach sowas halbwegs schön machen. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächsten Donnerstag wieder dabei seid, wenn wir, wie gesagt, diesen Rauchfang und dieses kleine Podest für den Ofen aufstellen, wenn ihr da dabei seid und wir das gemeinsam machen. Und bis dorthin wünsche ich euch viel Spaß. Bleibt alle brav zu Hause, soweit das möglich ist. Und bis dann. Tschüss.